Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Wir sind immer noch in der Vergangenheit. Überraschenderweise. Das heißt, wir sind hier gerade bei Folge minus 519. Danke, quasi, dass ihr der Königin in Tanzeville beigestanden habt, Reisende. Mögen die Sterne über euch wachen. Dö-dö. Zack, und schon wieder alles gebrochen. Also Elder Scrolls Online gibt sich echt viel Mühe, die Immersion komplett kaputt zu machen. Der Königin bei Tanzeville, der kann ich überhaupt nicht geholfen haben, weil ich gerade in der Vergangenheit bin. Die gibt's noch gar nicht, die Königin. So, egal, was hat nur Lalorian zu sagen. Moin. Ein Kind der Bretonen, ja, das für die Direnge kämpft? Die Lage, wie sie sich auf dem Schlachtfeld entfaltet, verrät schon genug. Diese Befehle bestätigen meinen Verdacht nur. Die Alessianer planen, an unserer Verteidigung vorbeizuschlüpfen, um, wie sagt man noch, die Direnge mit heruntergelassener Hose zu erwischen. Was für eine kuriose Redewendung! Wie ist ja komisch, ganz ehrlich, das ist... Setzt die Direnge-Magie eurer Rüstung ein, um die verborgenen Schattenspäherinnen zu entdecken, bevor sie ernsthaften Schaden anrichten können, und schaltet sie dann mit allen verfügbaren Mitteln aus. Wirklich ganz einfach. Aber ich bin eigentlich sehr interessiert an euch. Warum ich? Diese alten Aileiden-Augen sehen viele Dinge. Zum Beispiel, dass jeder hier auf diesem Hof eine Aura der Lebenskraft ausstrahlt. Außer euch. Eure Aura fehlt. Ich kann nicht unterscheiden, ob ihr nicht richtig lebendig seid oder ob ihr nur eigentlich nicht hierher gehört. Ich habe solche Magie noch nie zuvor gesehen. Ich bin quasi nicht hier, ja. Ehrlichkeit. Eine rettende Eigenschaft. Doch davon sprechen wir später, wenn die Lage weniger dringlich ist. Im Augenblick haben wir eine Schlacht zu gewinnen. Ich weiß euren Bericht zu schätzen. Ehrlichkeit. Dann kommt man immer so weit. Was ist Seid hier? Gegrüßt. Ach, das ist der komische General, diesen Schwert ich vorhin neulich schon mal Hier werden jetzt. Wir unser letztes Gefecht schlagen. Die Alessianer sind nichts als Gesindel und ihre zahlenmäßige Überlegenheit. Heute werden Faulchu und die Alessianer durch unsere Hand ihr Ende finden. Bestimmt. Heute feiern wir unseren Sieg. Ich kann keine Emotes machen. Ja, okay, war's das? Sieht der Alessianer schon Schattenspeer? Ja. AOE vor so Wind und so Zeug. Ach, da muss ich jetzt hier rauslaufen. Och. Anstrengend. Warum muss ich das eigentlich mal alles machen? Na gut, dann looten wir erstmal ein bisschen Zeug aus der Vergangenheit. Dann hat das Zeit, die nächsten 2000 Jahre zu regenerieren. Rede. Hier ist noch keine Schattenspeer. Oh, ich kann alles hier an Schattenspeer gar nicht aussaugen. Verdammt, das war mehr als einer. So hatten wir das nicht geplant, Freunde. Oha. Also drei auf einmal war jetzt überraschenderweise doch relativ hart zu töten. Gegner, die Widerstand leisten. Ekelhaft. Was soll denn sowas? Vor allen Dingen, warum muss ich das eigentlich alleine machen? Weil da habe ich hier nicht noch ein paar mehr Leute, die wir mal mitnehmen könnten, die das ja auch machen können. Nur weil wir hier in der Vergangenheit sind, müssen wir immer noch Solo spielen oder was. Ich denke, wir haben hier eine Armee hinter uns und sind hier Offizier. Also gerade als Offizier ist man noch eigentlich selten allein unterwegs. Hui. Gerade gar nicht gesehen. Kommt mal her hier. AOE, Freunde. Die waren noch viel leichter. Bin ich immer gespannt, ob ich das ganze Zeug mit in die Zukunft nehmen kann. Ne, weil das sind keine Schattenspiele. Wo sind die letzten? Noch einen Meter weiter vorne. Vor allen Dingen eigentlich auch sehr komisch, dass die Krypta überhaupt existiert. Ach, da fragt man sich wirklich, was die ESO-Story schreibt, was ich gedacht habe. Also prinzipiell ist der Gedanke an und für sich war es ja eigentlich ganz nett, was ich dabei gedacht habe in der ganzen Vergangenheitsreise. Aber die Technik, die das ausführt, ist einfach so schlecht. Vor allem, man merkt, dass da keine Liebe zum Detail drin ist. Also gerade wenn so NPCs halt ihr Standardsprüche abziehen. Das Hauptquartier von Faulchu. Wir wurden überfallen. Umzingelt. Alana und die anderen. Tod. Hat die jetzt einfach ihr ungeborenes Kind für die ganze Geschichte opfern müssen, damit das klappt? Könnt ihr mich denn entdecken? Oh, die bin ich gestichen, aber was denn? Sterbt halt hier!
Mann, rum zu nerven. Aber ich bin mal gespannt, was wir mit Faulchu machen. Faulchu? Ein Kriegspriester. Jetzt geht's aber los hier. Haben die nicht vorhin schon getötet? Warum müssen die anderen ihre Wachen ersetzen? Was soll denn das? Wachen ersetzen ist voll langweilig. Was macht denn sowas? So, Ruhe. Jetzt muss ich wieder auf diesen dummen Hügel hier hochschleichen. Wie habe ich hier einen Déjà wie noch am anderen? Ich bin hier nur am Hochschleichen von diesem dummen Hügel. Nee, warte, ich muss doch nicht. Jetzt muss ich aber in die Festung rein. Ich habe schon in der Vergangenheit gesehen. Ah, moin. Oh, nö, ne? Spiani? Es waren zu viele. Sie haben uns in Stücke gerissen. Ich bringe schlechte Kunde, Hauptmann. Kommandant Parmion ist tot. Ja und? Kommandant Parmion beschloss, uns zu begleiten. Doch es war eine Falle. Wir hatten damit gerechnet, nur auf Faulchu und seine Offiziere zu stoßen. Aber stattdessen hat gleich ein ganzer Zug auf uns gewartet. Wir konnten sie nicht aufhalten. Der Kommandant hat tapfer gekämpft, aber sie haben ihn niedergemetzelt und Alana verschleppt. Ach, warum denn gerade Alana? Ach Gott, ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Wir gehen davon aus, dass Faulchu jeden Moment einen Großangriff ausführt. Empfehlung? Es ist eine schwere Wahl. Ich denke, es sind noch genug von uns übrig, um Faulchu zu verfolgen. Aber wir müssen auch Alana retten. Ich weiß nicht. Wie lauten eure Befehle, Hauptmann? Da muss ich eine Entscheidung fällen. Das ist keine einfache Wahl, ich weiß. Ich beneide euch nicht. Aber egal, was ihr entscheidet, wir stehen euch bei. Ach komm, wir retten mal Alana. Bin ich mal gespannt, wenn wir die Vergangenheit verändern, was das verändert. Ja, wir retten Alana. Ja, Hauptmann. Sie haben Alana den Weg hinter mir hochgeschleppt. Viel Glück. Wir werden Faulchu für euch erledigen. Vor allen Dingen erfahre ich dann nicht, wie es gelaufen ist. Bloß die schaffen das eh gar nicht, weil sie wahrscheinlich nicht die von Dingster Bumster gesegnete Rüstung haben. Mal gucken. Die 5 Meter, die hätten die auch mal. Aber wahrscheinlich muss ich jetzt. Warum ist der Turm eigentlich jetzt in der Vergangenheit immer noch kaputt? Müsste der nicht jetzt wie heile sein? Ach, diese Engine, die kann einfach gar nichts. Wahrscheinlich ist Alana schon tot, oder? Nee, sie lebt noch. Moin. Was für eine Katastrophe. Ich hätte mit einer Falle rechnen sollen. Und jetzt ist Kommandant Parmion tot. Was ist mit Faulchu? Ihr habt die restliche Truppe losgeschickt. Ihr habt sie ins Verderben geschickt. Ich lag falsch. Faulchu ist kein gewöhnlicher Mann. Ich habe ihm mein Schwert mitten ins Herz gebohrt und er hat es nicht einmal gespürt. Unsere Waffen können ihn nicht aufhalten. Die Soldaten werden keine Chance haben. Ja, was machen wir denn dann? Lasst mich nachdenken. Wartet mal eben. Die Art, wie er vor unseren Fackeln zurückgewichen ist. Feuer! Das ist die Antwort. Das muss es sein. Sagt es den anderen. Helft ihm. Wenn Faulchu nicht getötet wird, sind wir alle verloren. Wie, das ist es? Das ist die große Geheimwaffe? Feuer? Ich schmeiß den ganzen Tag mit Feuerbällen um mich. Also wirklich, das hätte ich von alleine gemacht, ohne da großartig was zu wissen. Ja, du? Jemand muss diese Information in unser Lager bringen. Falls Faulchu euch entwischt, müssen die restlichen Truppen wissen, wie man ihn tötet. Geht, mein Augenstern. Geht und schreibt Geschichte. Okay. Ja gut, und das und vor allen Dingen das konnte mir die andere nicht sagen. Genau. Das ist lächerlich, also was heißt die andere? Genau sie halt. Aber ihr Geist kommt mir sich sagen mit, nimm halt Feuer. Die Höhen unter den Mauern dienen als einziges Versteck des üblen lasianischen Generals Faulchu, dem Wechselbalg. Ja, was heißt hier eins? Wir sind gerade aktuell in der Vergangenheit, sie bieten ihnen genau jetzt Schutz. Also, Versteck, wo er, aber trotzdem. Mann. Also, das war jetzt echt ein bisschen übersinnlich. Ich hätte jetzt vielleicht mit irgendwie einer tollen, irgendwie einer, weiß ich nicht, alienischen aufgeladenen Stein, irgendwas, Waffe gerechnet, die ganz besondere tolle Macht braucht, wo wir die irgendwie direkt Menschenopfer brauchen in dem Moment, oder man muss ein Mensch und ein Meer gleichzeitig opfern. Aber nein, Feuer, also wirklich. Vor allen Dingen, weil jeder, eigentlich jeder zweite Kampfmagier haut sowieso mit Feuerbällen um sich. Ich frage mich wirklich manchmal, ob die, also entweder haben die Lore-Schreiber von ESO zu viel oder zu wenig gekifft, aber da mangelt es auf jeden Fall ein bisschen an Kreativität. Das ist irgendwie alles so. Entweder waren die komplett. Wir haben scheinbar was kaputt gemacht. Alle niedergemetzelt. Vor allen Dingen, selbst wenn er. Das Ding ist, selbst wenn ein Mann. Wenn er selbst nicht sterben kann, wird man ja trotzdem überwältigt. Wenn man genug Leute raufschmeißt. Das ist. Man könnte ja immer noch Arme abhauen. Das ist ja schön und gut, wenn er nicht merkt, dass er ins Herz gestochen wird, aber eigentlich ist es, viele Leute wurden ja auch in Kriegen, also bevor es irgendwelche großen explosiven Sachen gibt, auch einfach nur
Naja, die haben halt Körperteile verloren, weil die halt einfach abgeschlagen wurden von irgendwelchen großen Echsen und. Warum sind diese alessianische Infanterie eigentlich null Schaden? Nimm dies, das und jenes. Lösch die verdammten Feuer! Höchste Zeit, alle Spuren dieser Direnni zu beseitigen! Ja, Mai, wo ist er denn? Ja, Mai. Lösch die verdammten Feuer. Ach, das ist er ja. Hallo, Falcho, grüß dich. Eure erbärmlichen Waffen sind nichts im Vergleich zu meinen Zähnen und Klauen. Also, er nimmt Damage. Nur halt nicht viel. Ich weiß gar nicht, ob ich mich nicht einfach von ihnen töten lassen soll. Das funktioniert auf jeden Fall so nicht. Okay, ne, also ich muss ihn irgendwie anders kaputt machen. Ja, machen wir mal hier. Verwende Feuer, um ihn zu besiegen. Ja, ich muss einfach die ganze Lösch die verdammten Feuer! Höchste Zeit, alle Spuren dieser Direnni zu beseitigen! Also ich muss einfach alle Leute töten, die hier sind, die nicht er sind oder was? Ist jetzt der Plan dahinter. Dann machen wir das halt. Ach, dann soll ich einfach alles anzünden, oder wie ist der Plan? Aber man hätte ihn tot kriegen können. Weil ich hätte ja mein Lebensaugezauber betäuben können. Noch mehr Direnni! Vernichtet diese Plagegeister! Jetzt! Dann hätte ich ihn ja einfach leer ziehen können. Das macht zwar jeweils nur 30 Schaden, aber wenn ich irgendwie 5 Stunden Zeit mitgebracht hätte, wäre das auch eine Möglichkeit gewesen. Das war keine besonders gute Möglichkeit, aber es wäre eine Möglichkeit gewesen. Da sieht ja noch einer. Ich könnte den Bogenschützen hier auch haben. Dies, das und jenes. Aber eigentlich müsste durch meinen Feuerzauber trotzdem mehr Damage stehen. Unlogisch. Wann haben eigentlich Werwölfe Angst vor Feuer? Wenig. Silber, aber vorher, ich werde euch in Stücke reißen. Gegen mich seid ihr nichts. Verwende Feuer, um Falsche zu besiegen. Ja, mach ich doch. Nein, kein Feuer. Ja, wie lange soll das hier dauern, bis ich den mit Feuer kaputt gemacht habe? Ich weiß ja nicht, aber das ist. Ach so, jetzt ist er kein Werwolf mehr. Jetzt kann ich. Ach so, das ist der große Trick hier. Ich schieße einfach so lange Feuer auf ihn, bis er kein Dings mehr ist. Da bis er wieder ein normaler Mensch ist und dann kann ich ihn normal kaputt machen oder was. Ach so. Nein! Kein Feuer! Man muss ihn ins Feuer reinlocken und dann kann man ihn ganz normal kaputt machen. Das ist der große Trick. Ah, das, wenn ich halt nicht einfach mit Feuerangriffen kaputt machen kann, ist richtig dämlich. Richtig dolle dämlich. Jetzt schreibe ich ihn. Nein! Kein Feuer! Doch, Feuer! Alter, ich muss dich aber trotzdem kurz leer laufen, sonst sterbe ich hier noch im Kampf. Muss ich die Feuerdinger laufen? Warum weißt du das eigentlich schon wieder? Nur weil du es gerade gesehen hast. So darf es nicht enden! Nicht so! Namenloser Soldat? Kehrt in eure Zeit zurück. Ihr habt herausgefunden, dass Faulchus Schwäche das Feuer ist. Verwendet dieses Wissen weise. Betretet nun das nahegelegene Portal. Es wird euch nach Hause bringen. Aber welches Opfer musst du denn erbringen? Da hat doch hier einzeln überlebt. Was ist dein Problem? Also, hier ist doch gerade keiner gestorben, außer zigtausend Männer, aber beide haben nur überlebt. Was war das hier gerade für ein tolles Opfer? Ja, sehr komisch, dass es das dann überbringt. Ja, wirklich. Aber ohne Witz, das ist so schlecht gemacht. Ich benutze einen Feuerzauberstab und zumindest zwei meiner Fähigkeiten sind auf Feuer basierend. Und das funktioniert natürlich nicht, aber wenn er durch Feuer läuft, weil er natürlich so dumm ist, mir hinterherläuft, dann funktioniert das. Was ist das denn? Also wirklich. Einfach nur schlecht geschrieben, das Spiel. Ah. Über sowas kriegt mir auch noch merkbar vor, wenn ich richtig viele Entwickler wieder meine selber mache. Ja, Mensch, ich habe voll die coole Idee, aber wir können das leider nicht umsetzen, weil unser Engine zu doof ist. Ah, das ist, wenn man wieder zu viel auf einmal will. Komisch, dass es dort überall brennt. Ja, gut, das ist. Es war halt das Krieg. Wenn Krieg irgendwo ist, dann brennt es halt viel und generell überhaupt. So, lustiger Geist. Jetzt ist die Rüstung weg. Oh, ne. Alter, der Rini-Söder hat die Rüstung nicht mehr.
Habe ich außerdem schon wieder die Vergangenheit geändert? Ja, moin. Hä? Willkommen zurück. Alles in Ordnung mit euch? Hattet ihr Erfolg? Ich habe anscheinend die Vergangenheit verändert. Aber sicher doch. Seid ihr sicher, dass ihr in Ordnung seid? Es spielt keine Rolle. Was ist geschehen? Okay, sind jetzt alle Personen auf dieser Welt Frauen oder was? Weil, guck mal, das war ja auch ein Ork, ne? Ja. Feuer? Kann es wirklich so leicht sein? Alana hat das schon die ganze Zeit über gesagt, doch jetzt haben wir Gewissheit. Nun können wir die Schlacht zu Faolchu tragen. Und wir können sie gewinnen. Was? Wo sollte sie sonst sein? Sie war es, die eure Mission genehmigt hat. Wisst ihr denn nicht mehr? Ich bin sicher, dass ihr euch schon noch an alles erinnern werdet. Zeitreisen können sehr belastend sein. Jedenfalls ist Alana im Lager. Geht und erzählt ihr, was ihr herausgefunden habt. Gut, dass ihr wieder hier seid. Saravid fing gerade an, etwas über magische Zeitreisen zu faseln. Aber da seid ihr ja, und weiterhin eine Frau. Wie immer haben sich ihre Theorien als haarsträubender Unsinn erwiesen. Bin ich wirklich? Ja, tatsächlich, ich spiele immer noch einen weiblichen Char. Aber wenn ich die Zeitreise mache, komme ich ja sowieso als das zurück. Weil, ach, guck mal, jetzt gibt's die ganzen Geister ja nicht mehr. Wenn ich ja zurückkomme, die liegen hier immer noch. Aber wenn ich ja zurückkomme, dann ist das ja, dann bleibt das ja alles so, wie es ist. Alana Redin? Weiß? What? Aber, quasi, das ist ja trotzdem ziemlich viel, Da seid ihr ja wieder und gerade noch rechtzeitig. Aber die Feierlichkeiten müssen leider warten. Faolchus Truppen haben ganz Kamlon eingenommen und der Gegenangriff der Löwengarde gerät ins Stocken. Was stimmt nicht mit euch? Warum schaut ihr mich so an? Ihr wisst, dass ich eine Nachfahrin des Geistes bin, der vor euch erschienen ist. Behaltet einen klaren Kopf und erzählt mir, wie Faolchu ursprünglich getötet wurde. Das sind trotzdem alles nur Frauen. Hat sich plötzlich die Frauenquote in der Magie erheblich verbessert, oder was? Ja. So geht die Geschichte, die in unserer Familie seit uralter Zeit überliefert wird. Aber ich brauchte Beweise. Nun muss Kamlon es erfahren. Das, was ihr hier getan habt, hat alles verändert, wisst ihr? Vielleicht sogar mehr, als wir ahnen. Ja, sorry, dass ich deine Vorfahren nicht hab sterben lassen. Tut mir ganz doll leid. Ja. Haben die jetzt wirklich eine erhöhte Frauenquote? Nee, sie haben auch wieder ein paar Männer bei. Aber nur die Namenlosen. Warte mal, gab's hier? Was ist? Na gut. Aber wir können auch eine Nebenquest annehmen, oder? Aber alle Leute, die Namen haben, sind jetzt sehr weiblich. Naja, das ist ja ein Ding. Na gut, wie muss sein? Wir sind uns beim nächsten Mal wieder, wenn es so wie heißt. Ey, das, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.